Hier sind wir am Eingang des Rhododendron-Parks, des zweitgrößten Rhododendron-Parks in Europa. Ja? Und jetzt gehen wir durch den Rhododendron-Park. Ja? Und nun einmal der Blick nach unten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, hier im Rhododendron Park. Eben gerade ist das Vermummungsgesetz in Kraft getreten. Ja, und das wollen wir natürlich auch alle einhalten. Und nach der Entmummung stehe ich jetzt vor der berühmten Botanica. Ja, bitte mal im Internet nachsehen, was es damit auf sich hat. Und hier das Restaurant im Rhododendron Park. Da war ich vor 12 Jahren mal mit meiner Schwester und da haben wir ein Stück Kuchen bestellt und das haben wir bis heute nicht gekriegt. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal rein und frage, wo der Kuchen bleibt. Aber da ist ja niemand jetzt im Restaurant. Im November sieht ja immer etwas trist aus alles, aber im Sommer sind an dieser Stelle Liegen und da habe ich mich manchmal hier hingelegt und gelesen. Ach ja, man kann sich so sehen, wie das dann aussehen mag. Ich drehe mir jetzt um 360 Grad, okay? Und zum Abschluss will ich nochmal diese Häuschen hier zeigen, diese kleinen blauen Häuschen. Ja, da ist noch eins und hier auch noch eins. Da kann man es doch aushalten, wenn man in so einem Haus sitzt. Ich weiß nicht, warum die Leute immer sowas dran schmieren müssen. Aber es ist doch schön hier.